Und genau dort schauen wir jetzt hin. VCAs, also Voltage Control Amplifiers, also Verstärker, die nicht, wie wir es bisher gehabt haben, haben dieses Symbol gehabt, einen festen Verstärkungsfaktor K haben und was immer ich reinschicke, das kommt K mal raus, sondern ich habe jetzt quasi einen Verstärker, wo ich einen Signaleingang habe, einen Signalausgang und dann einen extra Gain-Eingang, über den ich die Verstärkung elektrisch vorgeben kann und nicht über einen fixen Widerstandsbauteil oder sowas, den ich im Betrieb nicht ändern kann. Ja, das war der Instrumentenverstärker. Genau. Aber das ist eben auch ein Widerstand. Also da habe ich ja auch in einem normalen invertierenden oder nicht invertierenden Verstärker kann ich über einen Widerstand Verstärkungsfaktor ändern. Hier möchte ich aber quasi ohne einen Widerstand zu ändern was machen. Also sagen wir, wir wollen eine Schaltung bauen. Wir wollen eine Schaltung bauen, die spielt den ganzen Tag Musik und die reagiert auf irgendeine andere Größe und die andere Größe die bestimmt, wie laut die Musik gerade gespielt werden soll. Die misst Erschütterungen der Nachbar und wenn der Nachbar daheim ist, dann drehen wir voll auf. Sowas in der Richtung. Genau. Das wäre zum Beispiel genau, was ich habe quasi ein Mikrofon und dann habe ich eine Schaltung, die ermittelt mir, wie laut es ist und daraus ermittle ich dann quasi eine Spannung und jetzt möchte ich quasi selber lauter sein, wenn es um mich herum lauter ist. Da würde ich den Lärm quasi überdröhnen. Das wäre eine klassische Anwendung, wo ich so einen Voltage-Controlled Amplifier brauche, wo ich die Verstärkung vorgeben kann über eine elektrische Größe und nicht über etwas, was ich mechanisch stellen kann. Aber ich möchte mal einen einfacheren Fall vorstellen. Da kommt es jetzt vielleicht drauf. Ich möchte eine Schaltung machen, die spielt Musik den ganzen Tag, aber wenn es hell ist oder wenn es dunkel ist, das könnt ihr euch aussuchen, soll es lauter spielen. Also wie würde ich das machen? Dass ich quasi mit nur Sachen, die wir schon kennen, dass ich über die Helligkeit von meiner Umgebung steuern kann, wie laut die Ausgabe ist. Das Ding einfach von einer großen Solarzelle betreiben? Das große Solarzelle betreiben ist eine Möglichkeit. Das ist halt ein Ansatz, der sich nicht auf das übertragen lässt, wo ich im Anschluss hin möchte. Okay, ich komme wieder auf meinen Schmeckenverstärker zurück. Ich komme von der LDR als Widerstand. Ja, du könntest einen LDR, einen Fotowiderstand als Widerstand nehmen. Und das kannst du auch nicht mit dem Instrument verstärken. Also wenn du einen ganz normalen invertierenden oder nicht invertierenden Verstärker hast, kannst du auch einen dieser Widerstände durch einen LDR ersetzen, durch einen Fotowiderstand. Und dann bestimmt eben die Helligkeit, wie das Verhältnis dieser Widerstände zueinander sind. Und dann hast du eben auch schon einen Verstärker, der halt keine feste Verstärkung hat, sondern der Verstärkungsfaktor, der wird von außen irgendwie vorgegeben. Jetzt habe ich heute meinen Koffer daheim gelassen, weil ich gesagt habe, wir haben heute kein Experiment und jetzt fällt mir gerade eigentlich etwas herzeigen wollen. Man kann nämlich solche Schaltungen hier machen. Ich habe hier quasi einen ganz normalen Verstärker, in dem Fall ist es ein invertierender Verstärker, aber ich habe hier einen Fotowiderstand und mit dem messe ich aber jetzt nicht mein Umgebungslicht. Das wäre quasi das Beispiel, das wir gerade gehabt haben. Wir wollen ja elektrisch steuern. Also gebe ich her und ich stecke den in eine kleine Schachtel, die schwarz ist, und daneben stecke ich eine LED. Und dann leuchtet die LED auf den Fotowiderstand oder sie leuchtet nicht. Und auf einmal kann ich über eine elektrische Größe den Widerstandswert vorgeben. Und das ist das Ding, was sich anhört wie ein furchtbarer Hack, dass ich quasi einfach einen Fotowiderstand und eine LED oder einen Lampen nehme und ich tue das in eine dunkle Box und dann leuchtet das eine auf das andere und ich kann damit den Widerstandswert ändern. Das hat einen eigenen Namen, das heißt Vaktrol und damit ist es kein Hack mehr, weil es hat einen Namen. Optokoppler ist das dasselbe? Optokoppler ist nicht dasselbe, weil der Optokoppler nämlich kein LDR hat, sondern einen Fototransistor. Das Nette an dem LDR ist eben die große Linearität, die ich da erzielen kann.
und die Unempfindlichkeit gegenüber Rauschen. Also wir können das positiv formulieren. Man könnte auch einfach sagen, das Ding ist ziemlich langsam. Aber ziemlich langsam heißt halt auch, es ist unempfindlich gegenüber Rauschen. Und in typischen Amateur-Synthesizer-Schaltungen und so findet man oft dieses Konstrukt, dass man irgendwo einen Fotowiderstand hat und dann leuchtet da ein Lampball drauf und man verwendet das eben als spannungsgesteuerten Widerstand. Wenn ich jetzt irgendwie ein kommerzielles Produkt aufmache, dann werde ich das eher weniger finden, weil es da einfach andere, kompliziertere, aber zuverlässigere Arten gibt, das Gleiche zu machen. Und weil LDRs ziemlich teuer sind. Also als Bauteil kosten wir schon mal ein paar Euro. Und wenn ich jetzt ein paar Euro ausgebe für ein LDR, dann kann ich auch gleich ein paar Euro ausgeben für den Chip, der einfach multiplizieren kann. Und dann brauche ich da nicht mit Isolierbandeln und einem Strohhalm versuchen. Also das ist ein üblicher mechanischer Aufbau, dass man beide Teile in einen Strohhalm steckt und dann schwarzes Isolierbandel drumherum tut. Muss ich dann nicht irgendwie mein eigenes Ding bauen. Aber es funktioniert. Also es ist jetzt nicht nicht so, das kann ich noch machen, sondern das wird auch wirklich gemacht. Das ist halt nicht unbedingt etwas, was man in einem kommerziellen Produkt findet, sondern eher ein zu basteln. Und das ist die einfachste Form, die mir jetzt irgendwie einfällt, wie man multiplizieren kann. Aber wir nennen das jetzt eben nicht Multiplizierer, sondern wir nennen das eben einen spannungsgesteuerten Verstärker. Und warum nennen wir das nicht Multiplizierer, sondern warum nennen wir das spannungsgesteuerten Verstärker? Genau, also die Schaltung ist massiv asymmetrisch und ich habe quasi einen Eingang, den kann ich relativ hochfrequent betreiben, das ist der Signaleingang, aber der Geneingang, den kann ich eigentlich nur langsam betreiben und damit erfüllt das quasi eigentlich nicht eine Grundvoraussetzung, mit der man multiplizieren assoziiert, dass ich die Argumente einfach vertauschen kann, dass ich jetzt nicht besonders den einen und den anderen Eingang anders behandeln muss. Also er ist schnell genug, dass du damit Knacken im Audiobereich und so machen kannst, aber er ist nicht schnell genug, dass du damit irgendeine sinnvolle Datenübertragung oder so tun könntest. Aber ich würde zum Beispiel das Brummen von der Leuchtstofflampe hören. Das Brummen von der Leuchtstofflampe würdest du noch hören. Also da ist er dann quasi nicht langsam genug. Wenn das die Anforderung ist. Gut. Sonst Fragen zu dem Ding? Ein Gewitterblitz würde er wahrscheinlich nicht mehr finden, oder? Ich denke schon, weil beim Blitz relativ viel Energie, Lichtenergie auf einmal kommt. Aber ich weiß es natürlich nicht. Also ich hab noch nicht wirklich versucht, Blitzdetektoren zu bauen. Und wenn, dann würde ich wahrscheinlich irgendwelche ganz, ganz funny Dinge machen wollen, dass ich das Feld messe und so und nicht das Helle. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Blitz, das wird er schon sehen. Er wird dann halt vielleicht nicht voll ausschlagen, so wie wenn er ausschlagen würde, wenn du ihn konstant mit dieser Helligkeit anleuchten würdest. Aber einen Ausschlag wird es da sicherlich geben. So, also was sind die Vor- und Nachteile von so einem Vaktorol? Was wäre ein Vorteil, was wäre ein Nachteil? Wenn wir von jedem eins haben, haben wir die Frage beantwortet. Das ist weniger rauscht. Das ist gegenüber dem Gain wenig rauscht. Also wenn ich wirklich das so betreiben möchte, da gebe ich die Verstärkung vor. Normalerweise möchte ich die Verstärkung nicht so schlagartig plötzlich ändern. Das ist dann schon gut. Ich bin völlig isoliert. Das heißt, ich kann das, wenn das jetzt, sag ich mal, eine empfindlichere Schaltung ist, die ich da verstärken möchte, kann ich das mit einem von einem System mit grauslichem Ground oder was auch immer, Spannungsspitzen, sonst was betreiben und das schlagt mich drüber. Ja, sehr gut. Also die Idee Optokoppler. Die Schaltung ist isoliert, also ein Optokoppler ist zwar anders aufgebaut, aber es ist ein ähnliches Funktionsprinzip. Ich habe keine elektrische Verbindung zwischen diesem Pfad und dem Rest.
Und es gibt natürlich viele Anwendungen, wo das interessant sein kann aus verschiedenen Gründen. Also du hast jetzt gerade das Rauschen genannt, dass ich quasi meinen Signalpfad eigentlich möglichst gut isoliert haben möchte und nicht irgendwelche Ground Loops oder so vielleicht drin haben will. Ja, ja. Aber es könnte auch was ganz anderes sein, dass das einfach elektrisch völlig unterschiedliche Komponenten sind. Und ich will da jetzt gar nicht mich damit beschäftigen, was ist jetzt Ground auf der einen Seite, was ist Ground auf der anderen Seite. Hervorragend, wir haben schon zwei Vorteile. Es fehlt noch ein Nachteil. Ja, das ist komplett asymmetrisch. Die Schaltung ist komplett asymmetrisch, genau. Da sind wir fertig, aber was ist noch ein Nachteil? Wenn die Dinge wirklich ein paar Euro kosten, wie du vorher gemeint hast, dann ist das ein großer Nachteil. Ja, also es ist teuer. Also es hängt natürlich immer damit ab, in welchen Stückzahlen man jetzt die LDRs kauft, aber das ist nicht der billigste Bauteil. Egal in welchen Stückzahlen, wenn sie einen Euro in irgendeiner Stückzahl kosten, ja, sind sie teuer. Im Bauteilsortiment kostet es, glaube ich, 2 Euro pro Stück. Damit. Also, das ist nicht das Billigste. Es ist auch nicht unbedingt das Sicherste gegenüber optischen Einstrahlungen. Also das war die elektrischen, und dafür ist das super. Aber das sollte natürlich auch optisch irgendwie halbwegs dicht sein. Und ich habe vorher gesagt, eine übliche Bauform ist, ich nehme einen Strohhalm und stecke die beiden Bauteile rein und dann umwickle ich das Ganze mit schwarzem Isolierbandel. Und man braucht sich einfach nur überlegen, ich nehme eine Glasscheibe und die klebe ich vollständig mit Isolierband ab und dann stelle ich mich auf die einen Seite und von der anderen Seite leuchte ich drauf. Und das wird mit aller Wahrscheinlichkeit nicht wirklich gut isolieren, sondern ich werde einen Helligkeitsunterschied wahrnehmen. Das heißt, man sollte das vielleicht nicht unbedingt machen in einem, weiß ich nicht, wenn ich wirklich einen Audiopfad hier habe und dann sind da vielleicht, ist das ein Gehäuse und da sind dann so Kühlschlitze und wenn man das Gehäuse irgendwie bewegt, dann hat man so ein Muster, wo abwechselnd hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel auf genau das Bauteil drauf leuchtet. Also, das ist nicht so super. Wenn die Disco-Beleuchtung dann von dem Audiosignal gestartet wird, ist es wirklich lustig. Genau, dann kann man auch Feedback-Schleifen machen. Gut. Also, wie linear ist diese Schaltung, die ich da oben habe? Und wie könnte man mit einer Lichtquelle und 2 LDRs die Linearität verbessern? Also beantworten wir mal die erste Frage, wie linear ist das hier? Ich mache quasi beim Gain doppelt so viel Spannung, habe ich dann doppelt so große Verstärkung. Wovon hängt das ab, wie viel Verstärkung ich habe? Ja, du sagst, das ist logarithmisch wegen der Diode. Nicht unbedingt, weil wir ja nicht die Spannung direkt an die Diode anschließen, sondern wir schließen ja die Spannung an den Widerstand ab und in dem Bild sagen wir, das können wir sagen, die Diode, das ist einfach die Spannungsquelle mit der Flussspannung und das ist gut. Und wenn wir jetzt quasi das mal weglassen, also sagen, okay, da gibt es einen gewissen Offset und ab davon dann zu leiten, geben wir eigentlich sehr genau den Strom vor, weil der Strom einfach proportional zum Spannungsabfall an diesem ersten Widerstand ist. Das Problem ist eher der Bezug zwischen Strom und Licht bei der LED, dass das vielleicht nicht so ganz einfach zu beschreiben ist. Und auch die Beziehung zwischen einfallendem Licht hier und Widerstandswert, dass das vielleicht auch nicht ganz linear ist. Also wir haben hier eine Reihe von Nichtlinearitäten drinnen, was natürlich notwendig ist, weil wir wollen ja eine nichtlineare Schaltung, wir wollen ja einen Multiplizierer bauen, aber Nichtlinearitäten, die für uns sehr schwierig zum Abschätzen sind. Hat jemand eine Idee, wie ich das verbessern könnte? Und da habe ich eben gerade vorher im Text stand eben, wie könnte man das verbessern, wenn man eine Lichtquelle nimmt und 2 LDRs? Viele Lichtquellen, viele LDRs und dann levelt es sich aus. Viele Lichtquellen, viele LDRs, dann levelt es sich aus. Oder viele Lichtquellen. Ja. Also irgendwas. Also mehr. Man kriegt dann wahrscheinlich etwas, was sich gleicher verhält, wenn du das Ding ein zweites Mal baust. Nicht? Wenn du es einmal baust mit einer LED und einem LDR, und dann baust du ein zweites Gerät, dann wirst du wahrscheinlich größere Unterschiede haben, als wenn du ein Gerät baust mit 1000 LDRs und 1000 LEDs. Und das dann eine Zeit, dass man macht, weil dann die Schwankungen bei den einzelnen Bauteilen sich nicht mehr so stark auswirken. Aber trotzdem wird auch dieser Durchschnittswert nicht unbedingt linear sein. Es wird halt auch der Durchschnittswert sein von all diesen Bauteilen. Aber wir wollen was Lineares. Wir wollen quasi doppelte Spannung am Eingang macht doppelte Verzerrung. Oder
Transistor rein? Nein, da kommt kein Transistor rein. Aber mit einem Operationsverstärker braucht man einen leichteren. Mit Feedback? Ja, Feedback. Feedback ist ein hervorragendes Schlagwort. Was wollen wir denn steuern mit der Spannung, die wir bei Gain anbieten? Also, was wir hier steuern, ist quasi so ein bisschen schwindelig den Strom durch die Diode. Also ein bisschen schwindelig, weil wir gesagt haben, da ist die Flussspannung, das wissen wir vielleicht nicht ganz genau. Und dann gibt es diese Kette von Dingen, dass der Strom durch die Diode bestimmt, wie viel Licht aus der Diode rauskommt. Und dass das Licht aus der Diode bestimmt, wie groß diese Widerstandswert ist. Aber was wollen wir eigentlich quasi in einem direkten Verhältnis zu der Eingangsspannung setzen? Ja, den Verstärkungsfaktor, aber das heißt, welches Bauteil bestimmt uns denn, wenn wir quasi das weglassen und einfach nur zwei Widerstände haben, welches Bauteil bestimmt uns den Verstärkungsfaktor? Ja, der Widerstand vom LDR und der LDR1. Genau, R1 und der Widerstand vom LDR. R1 wissen wir, der ist fix, aber der LDR verändert sich. Aber wir wollen eigentlich etwas, wo ich sagen kann, ich verdoppel hier die Spannung und dann verdoppelt sich der Widerstandswert vom LDR oder es halbiert sich der Widerstandswert vom LDR, irgend sowas. Und das, was wir quasi vorschlagen, ist der Aufbau, dass wir die Lichtquelle nehmen. Und ich zeichne das einfach so als Lampe. Und jetzt haben wir quasi auf der einen Seite ein LDR und den leuchten wir an und wir hoffen, dass diese ganze Reihe von Dingen irgendwie einen guten Bezug hat zu dem Strom, den wir durch diese Lichtquelle vorgeben. Was wir aber machen können mit Feedback ist, dass wir hier einen zweiten LDR machen und wir machen eine Schaltung mit einem Operationsverstärker, mit dem wir quasi sagen, wir wollen, wenn die Eingangsspannung größer ist, über Vergrößerung des Stroms durch die Lichtquelle diesen Widerstandswert auf einen entsprechenden Wert kriegen. Und das ist unsere Rückkopplungspfad. Wir geben nicht direkt vor, welchen Strom durch das Lampe fließt. Wir geben nicht direkt vor, wie viel Licht auf den LDR fließt, sondern wir geben vor, welchen Widerstandswert soll der LDR haben. Und nur weil es da eine Monotoniebeziehung gibt, wenn ich mehr Strom mache, wird mehr Licht, wird höherer Widerstandswert, dann über diese Schleife kann ich das quasi hier vorgeben. Und wenn man ältere Application Notes sich anschaut, zu Op-Amp-Schaltungen und so, dann findet man oft Schaltungen, wo Lampen vorkommen und dann zwei Fotowiderstände, die dann mit diesen Lampen irgendwas rückkoppeln. So. Gut. Aber noch mehr Diskussion. Häufig macht man spannungsgesteuerte Widerstände anders. Das ist das, was wir vorher gesagt haben. Dass man nicht LDRs nimmt und auf diese LDRs draufleuchtet, sondern dass ich einfach besondere Transistoren verwende. Und nicht alle Transistoren eignen sich dazu, aber die FETs, die JFETs, die eignen sich als spannungsgesteuerte Widerstände. Da steht jetzt ein bisschen Text, aber wir schauen uns einfach das Candy in den Bildern. Und da sieht man, also beim FET heißen die Anschlüsse anders, die heißen nicht Emitter und Collector und Basis, sondern die heißen halt Drain, Source und Gate. Und wir haben jetzt eine Drain-Source-Spannung und die steht in einem gewissen Verhältnis zum Drain-Source-Strom. Und jetzt haben wir eine Gate-Spannung und die ist immer negativ. Also quasi 0 ist das Größte, was ich machen kann und dann kann ich minus 1 Volt, minus 2 Volt, minus 3 Volt angeben. Und je kleiner dann die Spannung gegenüber 0 wird, desto mehr schnüre ich, sagt man, diesen Fett ab. Und damit wird sein Widerstandswert immer größer. Und das Interessante ist hier, wenn man dieses Kennen in den Feld hat, so, Verzeihung, allen denen setzt die Kopfhörer. Das Interessante ist, hier im rechten Bereich ist es unbrauchbar als spannungsgesteuerter Widerstand, weil da ist es mehr so wie eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Da sieht man, ich ändere die Drain-Source-Spannung
und der Drain Source Strom, das bleibt ganz unberührt, der bleibt konstant, da ist es meine Stromzeit. Aber hier im ganz linken Bereich sieht man, mit unterschiedlichen Gate-Source-Spannungen habe ich unterschiedliche Steigungen. Und unterschiedliche Steigungen heißt unterschiedliche Widerstandswerte. Und das ist hervorragend, dass dieser Bauteil das kann und damit kann ich ihn als spannungsgesteuerten Widerstand verwenden. Jetzt schauen wir uns zum Vergleich an das Kenninnenfeld von einem Bipolar-Transistor. Weil ich behaupte, dass das mit einem JFET gut geht und mit einem Bipolar-Transistor überhaupt nicht. So. Kennlinienfelder, hier. So. Und da sehen wir so ein Kennlinienfeld. Und wir sehen, auf der rechten Seite haben wir ein ähnliches Verhalten. Hier ist die Größe, die wir vorgeben, halt der Basisstrom. Also wir haben Steuerstrom, keine Steuerspannung. Wir sehen auf der rechten Seite beim konstanten Steuerstrom, es ist relativ egal, welche Kollektor-Emitter-Spannung ich angebe, der Kollektor-Emitter-Strom wird nur gesteuert von diesem Strom. Und auf der linken Seite muss es sich immer mal aufbauen. Aber hier sind keine unterschiedlichen Steigungen. Und diese Linien haben alle hier die gleiche Steigung. Und es gibt nur unterschiedliche Punkte, wo sie dann aus dieser gemeinsamen Steigung ausbrechen. Und damit kann ich dieses Bauteil nicht als einen steuerbaren Widerstand verwenden. Weil ich hier eigentlich kein Gebiet habe, wo man sinnvoll sagen kann, hier ist die Steigung dieser Linie abhängig von meiner Steuergröße. Ich habe hier links einen Bereich, da ist die Steigung nach oben, aber bei allen gleich. Dann rechts einen Bereich, das ist waagrecht. Auf einem unterschiedlichen Niveau waagrecht, aber es ist bei allen waagrecht. Also das nutzt mir überhaupt nichts. Zum Vergleich eben noch einmal hier das JFET-Kennlinienfeld. Da habe ich genau das, was ich haben möchte. Unterschiedliche Steigungen, und unterschiedliche Steigungen heißt, es verhält sich wie unterschiedliche Widerstände. So, und die Schaltung könnte dann zum Beispiel so ausschauen, eine relativ einfache Art von einem spannungsgesteuerten Verstärker. Wir machen auf der rechten Seite einen ganz normalen Verstärker mit einem festen Verstärkungsfaktor und auf der linken Seite schwächen wir das Eingangssignal ab. Das ist ein Muster, das man oft sieht, dass man quasi nicht die Verstärkung steuert, sondern die Abschwächung vor der Verstärkung steuert. Und abgesehen davon, dass ich halt hier in der Mitte ein relativ schwaches Signal habe, das heißt, man sollte das vielleicht räumlich sehr kompakt machen und dann nicht sagen, und das geht jetzt 10 Meter mit dem Kabel darüber. Also wenn das alles sehr kompakt ist, ist es völlig okay, das so zu machen, dass man hier abschwächt und dann eben konstant verstärkt. Und die Abschwächung wird einfach gemacht durch einen Spannungsteiler, so kann man relativ einfach abschwächen. Und hier gebe ich dann eben vor, welchen Widerstandswert dieser JFET hier hat. Und damit habe ich genau das, was ich da brauche, einen spannungsgesteuerten Verstärker. Und das ist eine Schaltung, die findet man sehr oft. Also wenn man irgendwelche kleinen Synthesizer zerlegt, ich glaube, das Klicken, was du suchst, ist da. Was ist das? Die Maus. Wäre das möglich, dass die Maus weniger gut betreibt? Es ist nämlich permanent am Ton. Aber volle Läsche. Dann sagen wir das früher dann nicht woanders hin. Nein, ich hab zuerst das. Man kriegt es nur mit, wenn irgendwelche anderen Zeichen vorkommen. Ich denke jetzt die ganze Zeit schon da was. Darum warst du früher da, weil du glaubst, dass es ein Stift der gibt. Ja, ja. Ups. Nein, es kommt nämlich darauf an, was du magst. Ne? Okay. Danke. So, also was sind die Vor- und Nachteile von dem gegenüber Vaktorschaltung? Jetzt haben wir zwei Schaltungen kennengelernt, wie ich spannungsgesteuerte Verstärker machen kann. Wann ist das eine besser, wann ist das andere besser? Die eine nämlich, wenn ich das Gain galvanisch trennen möchte. Genau. Also wenn ich das Gain trennen möchte galvanisch, dann ist natürlich die Vaktorschaltung super. Dort habe ich das, weil ich da Licht verwende. Und hier, naja,
Hier brauche ich einen gemeinsamen Massenpunkt. Und das ist natürlich schon mal ein Nachteil. Vorteil davon ist, es ist billiger. Es ist vielleicht auch einfacher, störungsfrei hinzukriegen, weil da ist es wurscht, ob viel Licht auf die Schaltung drauf scheint. Ja. Gut. Warum kann man in der Schaltung mit dem Vaktorol LDR und R1 vertauschen? Also wir können natürlich hier sagen, wir machen dieses Vaktorol auf der rechten Seite in einem Rückkopplungswiderstand. Geht genauso. Und dann habe ich eben den Gain quasi genau in die andere Richtung belegt. Dann auf der einen Seite einen invertierenden Gain. Warum kann ich das nicht machen bei der Schaltung? Wo ist das Problem, wenn ich das bei der Schaltung versuche? Da müsste ich ja auch gegen R1 und Q1 tauschen können. Bei der Gain wird hier mit Ground verglichen und dafür muss der JFET auch an einen Ground hängen. Genau. Also dieser Gain-Eingang hier bezieht sich auf das Potential an dem unteren Anschluss vom JFET. Ja, aber ich kann den Q1 mit dem R2 tauschen. Dass man den Q1 mit dem R2 tauscht. Das würde gehen. Und dann hätte man. Genauso gleich, also so sieht dann hätte man eine Verstärkung gemacht. Ja, das würde gehen. Man kann nur die beiden nicht tauschen. Man muss halt schauen, das hängt davon ab, wie R3 ist, und damit kommen wir dann zur nächsten Frage, wie das ausschaut, wenn mein Eingangssignal unter Ground geht. Also wenn mein Eingangssignal positiv ist, mein Gain muss natürlich negativ sein, weil so ist diese Art von Transistor definiert, aber wenn mein Eingangssignal positiv ist, passt das genau. Wenn mein Eingangssignal negativ ist, dann würde ich ja quasi diesen Transistor, den ich da als spannungssteuerten Widerstand verwende, im Umkehrmodus betreiben. Und da ist unten die Frage, ist das ein Problem oder nicht? Und das ist eine gemeine Frage, aber das können Sie natürlich nicht wissen. Und die Antwort ist, es ist nicht problematisch, solange das nur ein kleines Spannungsfenster ist. Und da bietet sich natürlich der Punkt an, weil wir genau an dem Punkt darauf achten, dass wir da gerade das Signal klein machen, dann können wir sagen, okay, an dem Punkt ist mein Signal auf jeden Fall nur in der größten Ordnung von 100 Millivolt und dann verstärke ich das wieder ganz ordentlich über die nächste Stufe. Gut. Noch Fragen zu dieser Idee, mit einem spannungsgesteuerten Widerstand einen Multiplizierer zu machen, einen spannungsgesteuerten Verstärker? Weil letztendlich ist ja genau das, dieser Block, dass wir uns Gedanken machen, welche Strategien es gibt, mit spannungsgesteuerten Widerständen verstärken zu können. Ich habe es den Vorteil nicht mitbekommen. Den Vorteil von der Schaltung gegenüber der Vaktorschaltung. Sie ist billiger, sie ist einfacher zu realisieren gegenüber Lichteinstreuungen und solche Dinge. Und darum wird man sie in der Form in der Regel finden in der Realität. Ich glaube, das Hauptargument ist eigentlich immer, dass es billiger ist. Das ist wenn das mal steht, dann muss es ein anderes Argument geben, das wirklich gut ist, dass das nicht. Gut, ich meine, bei der Schaltung, die ist natürlich wieder rauschempfindlicher. Aber da könnte ich ja abhelfen, indem ich zwischen Gain und Masse einen Kondensator schalte. Genau, also das Gain kann ich natürlich anders filtern, wenn das Rauschen nur vom Gain selber herkommt. Und wenn das Rauschen von einem Bauteil selber kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der viel weniger rauscht als ein LDR. Aber das ist ich könnte es mir gut vorstellen, ich muss nachschauen. Gut.